Kempinski Lena. Ja. Was ja? So heiße ich. Natürlich, sonst würde es ja nicht in den Unterlagen stehen, oder? Ja. Ja, sicher. Das war keine Frage. Jungpionier. Vater sogar Parteimitglied. Kirchentreffen. Das bin ich? Natürlich. Sonst wäre es ja nicht in der Akte. Also, warum wolltest du über die Grenze? Ich wollte gar nicht rüber. Klar. Du und dein Komplize sind nur zum Spaß am Sperrzaun rumgeturnt. Er ist nicht mein Komplize. Er lag da schon. Ich war auf dem Nachhauseweg. Ich habe ihn rufen hören. Mich total erschrocken, wie er so da lag. Und all das Blut. Ich konnte ihn doch nicht so da liegen lassen. Hättest du die Miliz rufen können? Dann wäre er doch gestorben. Er wäre verblutet. Er war schon halbtot, als ich ihn gefunden habe. Tja, und jetzt ist er tot. Und wir haben nur dein Wort, was passiert ist. Du kannst gehen. Was? Du kannst gehen. Wir haben deine Geschichte überprüft. Alles ist gut. Ich wollte dir glauben, aber die anderen nicht. Tut mir so leid. Gott, sind die schön. Ja, aber welcher soll's sein? Schwierig, sehr schwierig. Was gibt denn die Haushaltskasse hier? Du machst mir Angst. Hey, wenn ihr schon die Flatter kriegst, wird es nichts. Du heiratest einen Luxusweib. Vielleicht möchten sie lieber etwas im Weißgold, das wäre dann mehr. Nicht unterbrechen. Sie verwirren ihn bloß. Der hier. Wie viel? 560. Oh. Nein. Nein? Viel zu plump, direkt und unromantisch. Plump? Oder was meinen Sie? Ich sehe bereits die Scheidungsurkunde. Siehst du? Und der muss es ja wissen. Gib mal her. Wenn man nicht alles selber macht. Wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren. Und du bist mein bester Freund und der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich will abends neben dir einschlafen und morgens aufwachen. Und wenn du meine Hand hältst, machst du mich zum glücklichsten Menschen auf der Welt. Ich wünsche mir, dass das auch noch so ist, wenn ich längst alt und schrumpelig bin. Willst du mich heiraten? Ja. Ja? Das ist super, super romantisch. Da muss sie ja ja sagen. Den nehme ich. Sehr wohl. Oh, danke, dass du das mit mir durchstehst. Ich wäre echt verloren ohne dich. Du bist echt die beste Brautjungfer, die es gibt. Eine gute Wahl. Was den Ring betrifft.